wurden mit nichts Geringerem als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Eine enorme Verantwortung. Sie sollten wissen, dass Vault-Tec stolz auf Sie ist. Dass ich stolz auf Sie bin. Wenn Sie das hören, bin ich schon seit mehreren Stunden unterwegs. Ich habe meine eigene Mission. Draußen in Appalachia. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Durchsage. Okay, Stimme aus dem Nichts. Mann, da kommst du raus und... Kennst du eh noch nicht? Ey! Toll, jetzt leuchtet der Briefkasten. Gut, das ist meine Wohnung. Kann man da irgendwas mitnehmen? Gott, ist der creepy! Ich geh da mal. Hallo? Bin ich so fett geworden jetzt? Okay. Lass die Tür offen und dann darf er nicht rein. Soll runter? Nö. Muss ich aber schauen. Gibt's da irgendwo nur immer Gesamtlautstärk? Die Effekte sind schon auf ganz laut. Okay. Vielleicht hab's auch ihn nur auf die Kopfhörer so leise. Ich weiß es nicht. Kaffee. Und wo ist er? Och nö. Tisch sitzen. Liebesbrief. Oh. Liebe Lisa, liebste Lisa, wusstest du, dass mein Herz jedes Mal in Stolpern gerät, wenn du den Raum betrittst? Deine liebliche Stimme singt in meinen Träumen die Worte. Was? Bitte mit Milch und 3 Zucker. Das hat irgendwie komplett, ja, wurscht. Ich sehne mich danach, dich zu küssen. Ich möchte. Du kennst mich nur als den Muffinbäcker und den Kellner. Aber ich bin so viel mehr. Ich war im Kongo und habe die Stämme der Ureinwohner des Südpazifiks besucht. Zu prahlerisch? Ich möchte mit dir zusammen sein, dich beschützen. Ich möchte... Und weiter ist er nicht gekommen. Ich glaube, das hat er gestern im Rausch geschrieben. Du kennst mich nur?
Deine liebliche Stimme singt in meinen Träumen die Worte bitte mit Milch und drei Zucker. Okay. Gut, dann wissen wir, wie die Lisa ihren Kaffee getrunken hat. Aber es ist halt schon cool gemacht. Weiß. Dass man da wirklich so ziemlich alles benutzen kann. Gut, man kann nichts mitnehmen. Ja, dann gehen wir halt runter, wenn du schon runter zeigst. Bringe die Mission der Aufseherin in Erfahrung. Nein, ich will da und... Ja. Mistkübel? Don't worry, we'll turning off the lights for you. Das ist ja schön. Voltec-Roboter, drehen wir das Licht ab. Fitnesscenter. Ja gut, wenn der Boden nass ist, dann pickt jetzt der alles an. Ist auch okay. Das sind überall diese Hütchen und ich hab keins. Oh! Da ist ja... Pay, eat. Alles klar. Hi du. Ja, ich bewege mich eh schon. Sei nicht so. Ich will's nicht probieren, wie ich dadurch. Nein. Das lassen wir. Yeah. So. Sir. Hallo. Ach, endlich. Ich hatte schon befürchtet, dass Sie gar nicht mehr aufwachen. Haben Sie es schon vergessen? Heute ist Rückeroberungstag. Es ist Zeit, den Vault zu verlassen. Die meisten anderen sind schon weg. Kommen Sie lieber in die Gänge. Bei jedem Posten können Sie Ausrüstungsstücke erhalten. Nur eines pro Bewohner. Okay. Bin ich heute der Letzte. Und? Was dagegen? Bitte begeben Sie sich zum Ausgang des Vaults. Sie dürfen keine Zeit verlieren. Ja, bin ja eh schon weg. Ich glaube, der will mich loswerden.
Aber Junge, nur den Dreck unter den Tisch kehren ist jetzt auch nicht die Lösung. Aber gut, so kann man auch sauber machen. Ey, Cafeteria! Ich will einen Kaffee. Warum wird mir da unten... Hä? Warum habe ich das Gefühl, wenn ich da schon wieder irgendwo irgendwas versammelt hätte? Ja, schnauf nicht so, du. Ich meine, so viel sind wir jetzt auch noch nicht gerannt. Da geht's ja nirgends weiter. Auch nicht durch. Das. Ja, na gut, dann schauen wir mal, ob wir da richtig waren. Weidmanns Dank. Rohes Fleisch essen? Nicht gut. Rohes, verstrahltes Fleisch essen? Überhaupt nicht gut. Ah, okay. Hilfsmittel, da ist. Ich weiß noch immer nicht, was ich mit den Titanwurzen-Dingens machen soll. Aber es ist okay. Reaktor will ich ihn kaputt machen. Okay, da wächst schon was durch. Das schaut schon kaputt aus. Na gut, dass wir gehen. Health and Medication. Vergessen, Sir. Nehmen Sie Red-X, um der Strahlenkrankheit vorzubeugen, und Red-Away, um sie zu heilen. Jawohl. Halten Sie sich stets mit Medikamenten eingedeckt und vergessen Sie nicht, sie auch zu nehmen. Und du stellst sowas wie einen Arzt dar mit einer... Yeah. Medikamenten-Checkliste. Red-X, Red-Away, Stimpack. Alles klar. Hm.
Power is key. Okay. Some family before I go, thanks, and then this voltage. Ich weiß, hier ist es gemütlich. Aber schon bald werden sie ohne Strom und Dach überm Kopf auskommen müssen. Und okay, das war kein Doktor, die schauen alle gleich aus. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Gegenstände mit Komponenten können zur Herstellung verwendet werden. Gut. Mit ein wenig Arbeit werden Sie West Virginia im Nu wieder mit Energie versorgen. Ja klar. Ich baue ein Dynamo und setze mich aufs Vorrall. Lustiger. Join a team! Oh, Hütchen! Ich will Hütchen! Sie müssen es nicht im Alleingang versuchen. Finden Sie andere und schließen Sie Freundschaften. Ja, ja! Sie müssen alleine durch diese riesige Wohntür treten. Außer natürlich neben Ihnen befindet sich noch jemand, was ich übrigens empfehle. Egal, ich muss Hütchen aufsetzen. Alles andere ist mir wurscht. Ah, schon wieder Escape gedrückt. Aha! So, dann gehen wir mit Hütchen zur Aufseherin. Okay. Die Schranke kann ja nichts machen. Nö, ich kann nur das Terminal benutzen. Na gut. Da, Voltec-Bericht. Nur für Aufseher. Ja, das ist. Ja, wenn sie einen Computer da stehen lässt, ohne das selber schuld. Vertraulich. Nur für Aufseher. Verstoß. Victor Theodor Paula 01076. 25 Jahre nachdem sie die Volt-Tür geschlossen haben, ist ihre Aufgabe, ihre Bürger auf das Verlassen von Volt 76 vorzubereiten und mit der sogenannten Rückeroberung zu beginnen. Genauere Einzelheiten werden Ihnen automatisch zugestellt, sobald der Zeitpunkt näher rückt. Nach dem Rückeroberungstag sind Sie angewiesen, persönlich drei Atomraketensilo namens Alpha, Bravo und Charlie zu lokalisieren und zu sichern. Falls diese Standorte nach wie vor atomtauglich sind. Och nö. Haben Sie dafür zu sorgen, dass niemand außer Voltec Zugang erhält oder nukleare Bewaffnung initiiert. Klar und deutlich ausgedrückt, selbst wenn andere Instanzen, Regierung, Militär oder ähnliches Anspruch erheben sollten, ist diese unter allen Umständen zu ignorieren. Die Zuständigkeit liegt alleine bei Voltec. Naja, für das das eigentlich ein halb privates Unternehmen ist, naja. Na dann.
Herzlichen Glückwunsch auf Serien. Volt 76 ist eines der bedeutendsten Projekte, die Voltec je abgeschlossen hat. Bei seiner Errichtung und der Auswahl von Personal und Bewohnern wurden keine Kosten gescheut. Wir haben die Creme de la Creme Amerikas auserwählt, darunter auch einige Koryphäen der Voltec-Universitäten. Alles klar. Dann hoffe ich mal, dass ich als Creme nirgends ausrutsche. Die Spezialkurse und Anweisungen, die Sie zur allgemeinen Führung eines Volts erhalten haben, gelten nicht für diesen Auftrag. Volt 76 ist etwas Besonderes. Ihre Mission lautet, für den Lebensunterhalt und das Wohlergehen Ihrer Bewohner zu sorgen und sicherzustellen, dass Sie bereit sind, Amerika neu zu besiedeln, sobald Sie Entwarnung erhalten haben. Es ist zu erwarten, dass sie mit Herausforderungen konfrontiert werden, auf die wir sie nicht vorbereiten konnten. Passen Sie sich an, lernen Sie, seien Sie erfolgreich. Amerika zählt auf Sie. Ablauf der Operation. Was? Ihre Aufgabe als Aufseherin ist es, für die allgemeine Gesundheit und Sicherheit von Volt 76 zu sorgen. Der Verlust von Leben ist um jeden Preis zu verhindern. Die Volt-Bewohner wurden sorgfältig anhand ihrer speziellen Fähigkeiten und Persönlichkeiten ausgewählt. Aufgrund der besonderen Begabung der Volt-Bewohner müssen sie zur Aufrechterhaltung der Ordnung möglicherweise einzigartige Herausforderungen meistern. Als letztes Mittel kann jedes Domizil einzeln verriegelt und die jeweilige Bewohnerin für einen bestimmten Zeitraum festgesetzt werden. Kalkulieren Sie jedoch ein, dass erzwungene Einzelhaft möglicherweise schwere psychologische Konsequenzen nach sich zieht. Ach! Obgleich die Türen von Volt 76 nicht von innen geöffnet werden können sollten, sollten Sie dafür sorgen, dass sich im Eingangsbereich kein unautorisiertes Personal aufhält. Das Sicherheitsteam wird Waffen und Munition nach der situationsbedingt revidierten Eintrittsphase verwahren und lediglich mit nicht tödlichen Geräten bewaffnet sein. Wenn Amerika wieder aufgebaut werden soll, kommt es auf jedes Leben in diesem Volt an. Schützen Sie sie alle! Vorgeschriebene Abschaltung. Unsere Studien haben gezeigt, dass Testsubjekte selbst nach vergleichsweise kurzer Zeit von den Annehmlichkeiten eines Volts abhängig werden können. Das darf in Volt 76 nicht geschehen. Nachdem Sie die Entwarnungsnachricht erhalten haben, wird Volt 76 innerhalb von 24 Stunden alle Funktionen einstellen. Als letzte Stufe wird auch die Luftzirkulation deaktiviert. Sie sollten die Volt-Bewohner daher warnen, dass der Aufenthalt im Volt nach Ablauf der Frist tödlich sein kann. Alle müssen das Nest verlassen. Es ist unbedingt erforderlich, dass sich alle Bewohner auf ihre wichtige Aufgabe konzentrieren, Amerika wieder aufzubauen. Aha. Archivierte Dateien. Archiviert? Der ist doch gerade da. Rückeroberungstag ist da. Wir haben die Zeit bis Mitternacht runtergezählt. Ich habe alle nicht mehr so jubeln sehen, seit das erste Volt-Baby geboren wurde. Ich musste den Sicherheitsdienst holen, um ein paar Leuten in ihre Betten zu helfen. Ja. Dann haben die Freiwilligen und ich alle Aufsteller aufgebaut, genau wie wir es geübt hatten. Ich muss noch ein paar letzte Aufnahmen machen und dann wird es Zeit, durch die Tür nach draußen zu treten. Ich wünschte, ich könnte den anderen auf ihrem Weg helfen, aber ich weiß, dass sie mich stolz machen werden. Überleben geht vor. Wie angewiesen sind die Überlebenspakete bereit? Ich habe allen geraten, sich so schnell und so weit wie möglich von Volt 76
zu entfernen, sobald sich die Türen öffnen. Wir haben keine Informationen darüber, was uns erwartet. Voltec sagt, wir sind Amerikas größte Hoffnung, jetzt werden wir es herausfinden. Jetzt habe ich nicht geschaut, was da für Überschrift gestanden ist. Jahresrückblick 2100. Ein weiteres Jahr liegt hinter uns. Die Mission geht weiter. Größte Sorgen. Gegenwärtig sind 6 Bewohner aus disziplinarischen Gründen inhaftiert. Letztes Jahr waren es noch 4. Der Moraloffizier hat es geschafft, die schlimmsten Gerüchte über Appalachia zu unterdrücken. Also Kannibalenmutanten, brennender Regen, was auch immer. Die Stimmung ist aber immer noch angespannt. Es ist im Allgemeinen nicht schwer, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Der Stammbaum der meisten Bewohner ist beeindruckend. Warum diese Gedankenpunkte da dazwischen? Um es vorsichtig auszudrücken. Aber Kompetenz bedeutet manchmal auch Arroganz. Und Arroganz bedeutet, dass meine Autorität auf die Probe gestellt wird. Öfter als sie sollte. Die Hydrokulturen konnten kaum mit der Nachfrage Schritt halten. Ich hasse den Gedanken, eine verpflichtende Rationierung einzuführen. Aber im Jahre 2101 könnte das notwendig sein. 76 platzt aus allen Nähten. Wir sind mehr, als wir erwartet haben. Größte Erfolge. Die Preisverleihungen sind eine tolle Möglichkeit, die größten Egos zu streicheln, da alle so verdammt ehrgeizig sind. Der Tiefpunkt war der Verlust eines Zahnes im Kampf um den Preis für die beste Zahnhygiene. Ich weiß nicht, ob es mein Ego streichelt, wenn ich jetzt einen Pokal im Regal stehen habe, der besagt, dass ich das sauberste Klo habe. Aber gut. Die Führungskräfte waren wie immer vorbildlich, sehr zuverlässig und loyal. Es war verdammt anstrengend, die größten Streber versöhnlich zu stimmen, aber irgendwie haben wir auch dieses Jahr überstanden. Die Volt 76 Weltmeisterschaft hat sich als größter Erfolg erwiesen. Der Ball zerstörte fast die Jukebox, aber die positive Stimmung im Atrium war einfach fantastisch. Logisch, gelöschte Dateien, keine Dateien gefunden. Holoband abspielen. Aufseher-Logbuch, oder sollte ich lieber sagen, direkte Kommunikation. Denn wer das hier hört, hatte den Mumm, sich auf die Suche nach mir zu begeben. Gut, dass Sie nach mir suchen. Um ehrlich zu sein, benötige ich Ihre Hilfe. Ich habe eine Aufgabe erhalten und beschlossen, gegen das Protokoll zu verstoßen, indem ich Ihnen davon berichte. Denn wenn ich eines in den letzten Jahren gelernt habe, dann, dass wir uns aufeinander verlassen müssen. Es gab in Appalachia 3 aktive Atomraketensilos, bevor die Bomben fielen. Die Welt wurde schon einmal in die Luft gejagt. Das darf nicht nochmal passieren. Also müssen wir alle Silos finden und sichern. Oder bei dem Versuch draufgehen. Ich hoffe auf Ersteres. Aber mittlerweile sind 25 Jahre vergangen. Ich weiß nicht, was wir da draußen finden werden. Oder wo wir anfangen sollen. Ich habe die Anweisung erhalten, mich zum nächsten Bevölkerungszentrum zu begeben und die Lage einzuschätzen. Ich richte unterwegs ein Camp ein, sobald ich mich orientiert habe. Treffen Sie mich dort. Hat sich das Holoband jetzt selbst zerstört oder wo ist es? Egal. Gut, das heißt, wir müssen da irgendwie die Kneffrau finden. Ja.